Ja, ihr Lieben, die Idee für diese Predigt oder für diese Lehre, die ich heute halten möchte, ist bei uns im Büro entstanden, als wir uns eigentlich über die Vorbereitung zum E-Kurs unterhalten haben. Weil von der Sache her ist das ja was, was ich so in dem Sinne noch nicht gemacht habe, nämlich ein gleiches oder ähnliches Thema oder dasselbe Thema nochmal aufzugreifen, was ich eigentlich vor einer Woche schon gehalten habe. Das war mir ein bisschen komisch, das einfach nochmal zu nehmen. Aber als wir uns über das Thema Berufung unterhalten haben, zur Vorbereitung für den E-Kurs und ich ein Stück im Büro mich ausgetauscht habe, mit Jörg, mit Jan und habe ein Stück weit erzählt, was wir da so vor Erkenntnisse gekommen sind und was ich glaube, was wichtig ist für dieses Thema, bin ich so gefragt worden, glaubst du, dass das alle in der Gemeinde so auf dem Schirm haben? Dass das alle in der Gemeinde so aus dem FF sagen können? Und bin ermutigt worden, noch einmal an dem heutigen in einem Gottesdienst, also heute am Sonntag, nochmal über das Thema Berufung zu reden. Und nicht, weil uns heute nichts anderes eingefallen ist oder weil wir jetzt irgendwie einen Zettel aus der Reserve ziehen, sondern weil es existenziell ist, dass Gott möchte, dass wir in unserer Berufung leben und dass wir am Ende nur, wenn wir in unserer Berufung leben, eigentlich die Erfüllung haben und diesen Frieden haben, den wir suchen und den wir irgendwie auch brauchen für unser Leben. Und im E-Kurs habe ich das mehr von dieser Richtung beleuchtet, dieses ganze Thema allgemeine Berufung und spezielle Berufung. Welche Berufung hast du und welche Berufung haben alle, dass wir erstmal von den Grundsätzen her wissen, wie sich das zusammenbaut. Und obwohl ich in ähnlicher Weise die Bibelverse verwenden werde, geht es mir für uns als Gemeinde mehr darum, diesen Blick einer Bestandsaufnahme, einer Zwischenprüfung, einfach mal zu sagen, wo stehe ich denn jetzt mit den Dingen, die ich tatsächlich in meinem Alltag tue? Lebe ich so, Klammer auf, in meiner Berufung, Klammer zu, dass sich Gott darüber freut? Dass ich sage, ja, das passt. Oder gibt es da noch Reserven? Und das kann durchaus die Betrachtung positiv ausfallen. Du sagst, ja, genau das mache ich. Das ist ungefähr mein Alltag. Da habe ich noch Luft nach oben, aber das ist genau, worin ich lebe. Und wenn diese Sache positiv ausfällt, dann ist das heute für dich mit Sicherheit eine ganz starke Bestätigung oder Erinnerung an ein paar Sachen, wo du sagst, wow, das ist gut, dass ich das so mache, genauso möchte es Gott, genauso steht es in der Bibel. Und sollte die persönliche Betrachtung eher nicht so gut ausfallen, dann möchte ich einfach diese Predigt, diese Lehre, einfach habe ich gebetet und hoffe, dass sie uns wieder motiviert, den nächsten Schritt wieder nach vorn zu gehen oder wieder, was wir verloren haben, vielleicht wieder aufzunehmen. Ja, es besteht halt die Frage, wann hast denn du das letzte Mal so richtig konkret über deine Berufung nachgedacht? Was bis dahin, was jetzt geworden ist, was nicht geworden ist, wann hast du denn das letzte Mal dir die Frage gestellt? Und ich muss sagen, selbst wir das Vorrecht haben, vollzeitlich in der Gemeinde dienen zu dürfen und so weiter, wir machen, oder ich gehe jetzt mal von mir aus, ich mache sehr viel einfach das, was mir vor den Füßen liegt. Oftmals trifft es meine Berufung, aber oftmals ist es auch nur das Abarbeiten von Dingen. Und in diesen Dingen einfach zu sehen, Herr, stehe ich dort, wo du mich jetzt haben möchtest? Habe ich die erste Frage, und da möchte ich euch mal abholen zu diesem Thema Berufung, dass wir uns nochmal die Frage stellen, wann beginnt denn eigentlich deine Berufung? Jetzt die mal nicht reinrufen, die im E-Kurs mit waren oder alles, die würden jetzt bestimmt mit Sicherheit eine richtige Antwort sagen. Aber vielleicht lass es einfach mal nur in Stille durch den Kopf gehen. Wann beginnt denn meine Berufung?
Und da will ich mal zur Hilfestellung einfach mal unser Leben anzeichnen. Also quasi unser Leben in Form eines Striches. Also hast du es ganz einfach gemacht, das ist unser Leben. Und wir wissen, dass unser Leben irgendwo beginnt. Vielleicht ist es sogar ein bisschen besser. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen, werdet ihr dann merken, warum ich auf dem Strahl, das geht jetzt auch so, jetzt geht es wieder ein bisschen weiter innen anfangen. Also irgendwo beginnt unser Leben, was richtig ist. Und natürlich endet es auch irgendwo. Ja, also das mal nur so zur Verdeutlichung. Und ich würde mal hier hinschreiben, das ist die Geburt. Und das ist hier hinten logischerweise dann auch das Ende, der Tod. So, und wir wollen mal rausfinden, wann unsere Berufung beginnt. Und ich will das will einfach machen, damit wir vielleicht auch noch durch das durchkommen, was ich mir heute vorgenommen habe. Unsere Berufung, also vielleicht mal an dieser Stelle, es muss einen Punkt geben, wo Gottes Berufung mit unserem Leben in Berührung kommen kann. Und das ist mit Sicherheit, das habe ich auch so mal abgekürzt, das kann deine Wiedergeburt sein, das kann deine Taufe sein oder deine Geistestaufe. All diese Sachen, die haben wir jetzt mal, die fasse ich hier mal zusammen, da will ich heute gar nicht drüber reden. Also irgendwo muss es etwas geben, wo du sagst, ich möchte für den Herrn leben. Ab diesem Moment wird überhaupt das Thema Berufung relevant. Ansonsten lebst du für dich selbst und für deinen Egoismus und so weiter. So, und da ist aber immer noch, egal wo das in deinem Leben stattgefunden hat, ist es immer noch ein langer Zeitraum, hoffentlich, bis du deine Berufung findest oder nicht und so weiter. Und die Frage, gibt es einen Punkt, wo ich meine Berufung finde? Und wir haben uns darüber unterhalten und wir sind nochmal konkret zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das eine falsche Herangehensweise wäre. Wir glauben nämlich, also hier unten reden wir von dem irdischen Leben. Ne? Hier ist das irdische Leben. Und es gibt natürlich den geistlichen Bereich. Kürze ich mal ab, den geistlichen Bereich. Und der geistliche Bereich, versuche ich jetzt mal hier darzustellen als einen größeren Block. So. Und dieser geistliche Bereich geht über diese Punkte natürlich hinaus. Ne? Über diese Punkte, wo ein menschliches Leben anfängt und wo ein menschliches Leben aufhört, geht natürlich der geistliche Bereich darüber hinaus. Ist natürlich nur spärlich dargestellt, aber ich denke, ihr wisst, in aller Ewigkeit ist das so. Und wir lesen in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Also die guten Werke, unsere Berufung, das hängt alles irgendwie zusammen. Und wir sind seine Schöpfung, generell sowieso, und ab diesem Punkt auch richtig sein Eigentum. Und wir sind zu guten Werken geschaffen. Ab wann? Ab wann? Und zwar zu den Werken, die Gott vorher beschaffen hat. Die hat er vorher bereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nochmal im Zusammenhang im Epheser 2, Kapitel 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor oder auch vorher, je nachdem, was du von der Bibelübersetzung hast, bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wir erfahren hier zwei Sachen aus dieser Bibelstelle. Es ist etwas vorher bereitet und wir sollen darin wandeln. Wir sollen also wirklich darin leben in dieser Berufung. Wir sollen das nicht nur kennen und sollen das sagen, ja, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das, sondern wir sollen darin wandeln, leben. Und Gott hat alles vorher bereitet. Also ist unsere Berufung hier oben. Also hier findet sich unsere Berufung oder ich nehme auch mal das Wort Bestimmung. Und das heißt, unsere Berufung und unsere Bestimmung
hat schon vor unserer Geburt angefangen. Gottes Plan stand schon fest, als wir noch gar nicht geboren wurden. Gab es noch viele mehrere Bibelstellen, wo wir das, dass Gott uns gewollt hat. Und die Berufung und die Bestimmung, die wird auch hinaus noch gültig sein. Also heißt das mit anderen Worten, indem wir in dem Moment, wo wir diesen Punkt erleben, uns zu Gott wenden, wo wir von neuem geboren sind, vielleicht auch, das hängt es mit der Taufe zusammen, bei manchen war das auseinander oder wie auch immer. In diesem Moment treten wir eigentlich hier ein, in den Bereich unserer Berufung. Und ab diesem Moment fangen wir an zu wachsen. Und was ich heute noch möchte, dass ich noch mal deutlich herausstellen möchte, dass wir uns nochmal das anschauen, was waren denn die ganzen allgemeinen Berufungen, die auf jeden von uns zutreffen, in denen wir wachsen müssen und sollen. Und die jetzt, das ist nicht durchgestrichen, sondern einfach mal diese Sache, dass wir in dieser Sache wachsen sollen. Weil Gott hat das zuvor bereitet, und wir sollen in diesen Dingen wandeln. Und da gibt es eine Riesenmenge Dinge, in denen wir leben können, weil sie zu den allgemeinen Dingen gehören, die auf jeden von uns zutreffen. Also wenn du heute rausgehst, hast du mindestens 10 Sachen, wo du weißt oder wieder erinnert bist, falls du es schon weißt, sag ja, in diesen Dingen bin ich berufen, in diesen Dingen muss ich wachsen, in diesen Dingen soll ich zunehmen. Und im Laufe dieses Zunehmens ist es in der Regel so, dass noch speziellere, spezifischere oder persönlichere Berufungen zutage treten, wo dann gesagt wird, hier gibt es etwas, das ist scheinbar deine Bestimmung. Und ich möchte gar nicht so sehr heute auf die individuelle Sache heraus, dass ich jetzt nochmal sage, also du bist wahrscheinlich das und das und du bist wahrscheinlich das und das, sondern zu sagen, lebe ich denn überhaupt in den Basics, in den Grundlagen, damit ich hier weiter wachsen kann? Oder ist mittlerweile etwas passiert, dass wir vielleicht so beschreiben können, dass wir hier mal gut angefangen haben zu wachsen, aber irgendwann hat sich die Kurve verflacht? Oder die Kurve hat sich nicht nur verflacht, die wird sogar geringer, dass du sagst, ich stand hier schon mal etwas, in meiner Berufung habe ich schon mal mehr in diesen Dingen gelebt, mehr als heute. Oder bist du gewachsen in deiner Berufung und es hat irgendeinmal einen Punkt gegeben, wo das sogar nicht nur angefangen hat, sich zu senken, sondern wo es ganz abrupt angefangen hat, zu sagen, jetzt ist Schluss, ich will nicht mehr. Vielleicht gab es hier an dieser Stelle ein seltsames Erlebnis, eine seltsame Sache. Und dann hast du gesagt, gut, ich will nicht aus dem geistlichen Bereich rausfallen, aber es reicht mir, wenn ich hier unten bin. Ist das wirklich Gottes Idee? Ist das wirklich Gottes Wille, dass wir so leben sollen? Oder ist es nicht so, dass wir wie auf dem grünen steigenden Pfeil stetig, vielleicht auch langsam wachsen sollen? Also auf alle Fälle möchte ich heute mit euch also herausstellen, dass wir dort ein Stück weit wieder zurückkommen zu Dingen, solltest du in dieser Art und Weise dich wiederfinden. Hier bin ich nach unten gegangen oder hier geht das mit meiner ganzen Berufung immer etwas weiter nach unten. Dass wir dort wieder uns neu aufstellen. Denn die Berufung ist nicht einfach nur so ein einzelnes, wie so eine Art Geschenk, was ich mal finde. Und wenn es die einen finden es halt und die anderen haben Pech und finden es nicht. Sondern die Berufung, die wir haben, ist zum einen die allgemeine Berufung auf unserem ganzen Leben immer und immer für alle gültig und für dich speziell etwas, wo Gott gesagt hat, das habe ich in dein Leben gelegt. Weil im Epheser 4, Vers 1 steht, dass dort Apostel Paulus uns ermahnt,
Ich ermahne euch, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandeln sollt, zu der ihr berufen worden seid. Also auf diesen stetig steigenden Pfeil, den ich ja angemalt habe, müsste draufstehen, das ist Epheser 4, Vers 1, dass wir der Berufung würdig wandeln, zu der wir berufen sind. Und so gibt es die Möglichkeit, dass wir vielleicht, wenn wir so eine Zwischenprüfung machen, dass wir da sagen, da sieht es nicht ganz so gut aus. Oder voller Freude, das ist gut. Es gibt zu beiden Sachen in der Bibel klare Beispiele, die uns warnen. Zu diesem Thema, dass keiner zurückgeblieben sein soll, könnt ihr euch zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen, eine klare Warnung, Epheser 4, Vers 1. Dort steht es, dass wir mit Furcht darauf bedacht zu sein, dass nicht jemand unter uns zurückgeblieben ist. Es soll sich nicht herausstellen, dass jemand zurückgeblieben ist. Während die Verheißung, da hineinzugehen, in seine Ruhe, in seine Berufung, alles noch aussteht. Also Hebräer 4, Vers 1 wäre so eine klare Warnung, sollte das eher in die negative Richtung gehen. Zurückgeblieben heißt am Ende irgendwann mal abgehängt oder vielleicht sogar rauszufallen, was die größte Gefahr wäre. Und in Hebräer 10 ist so eine bekannte Geschichte, Hebräer 10, 23 bis 25, wo die Ermahnung steht, dass die Folge von diesem Zurückbleiben ist, dass sich manche angewöhnen, die Versammlungen oder andere Sachen zu versäumen. Und ich werde nachher nochmal durchgehen durch diese Liste, was wir denn eigentlich versäumen. Hier steht stellvertretend, die Versammlungen nicht zu versäumen in Hebräer 10, 23 bis 25 als eine Warnung für negatives Verhalten. Aber ich glaube, es ist nicht nur das Erscheinen bei Veranstaltungen so wichtig. Ich denke, du kannst erscheinen bei Veranstaltungen und trotzdem innerlich nicht da sein, nicht anwesend sein und so weiter. Das ist mal die eine Seite der negativen Geschichte, die uns wirklich herausfordert, wo wir uns auch ermahnen lassen sollen vom Wort Gottes. Aber ich gebe euch vielleicht auch noch mal zwei Bibelstellen, für die wir sagen, wow, das ist ja gut, was ich getan habe, das war gut und richtig. Ihr könnt euch mal wieder ermutigenderweise Matthäus 25 durchlesen. Matthäus 25 finden wir ab Vers 14 bis 30 dann diese Geschichte mit den anvertrauten Pfunden. Und wenn ihr das lest, Matthäus 25, 14 bis zur Stelle, bis zum Vers 23, wenn ihr Matthäus 25, 14 bis 30 ist die ganze Geschichte und bis Vers 23 ist das wirklich positiv. Das ist das positiv, das sind Leute, die haben Talente bekommen, haben überlegt, was sie damit machen, haben das vervielfältigt, nach ihrer Kraft, nach ihrer Art und Weise, wie sie es konnten. Ich denke, wir könnten das in Ruhe mal lesen, aber ich spare mir das mal, damit wir noch ein Stück weiterkommen heute in diesem Text. Und eine andere wirklich positive Geschichte, wo jemand offensichtlicherweise wirklich in seiner Berufung gelebt hat. Und wenn wir uns sowas durchlesen, können wir sagen, wow, so jemand will ich auch sein. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 36, könnt ihr das wieder mal auffrischen und wieder mal lesen. In Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus namens Tabitha. Tabitha oder Dorkas, wie ihr Name in Griechisch heißt, hatte viel Gutes getan und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Also so ein Mensch. Und wenn ihr die Geschichte dann nochmal weiterlest, dann ist ein bisschen was passiert, dass die Tabitha so frühzeitig verstorben ist und welches Leid und wie die Leute die geliebt haben, weil das ein Mensch war, der offensichtlich, eine Frau war, die offensichtlich inmitten ihrer Berufung gelebt hat und die aber eine richtige Lücke hinterlassen hat, als sie nicht mehr da war. Und Petrus war dann der Meinung, dass wir die Lücke jetzt mal nicht lassen und hat sie wieder aufgeweckt. Also das ist eine sehr schöne Geschichte, aber worauf es mir ankam, ist, dass es doch auch reicht, Geschichten und reichliche Hinweise, also nicht nur die Ermahnung, passt auf, dass er nicht zurückbleibt, passt auf, dass er nicht irgendwie euch rauszieht, die Versammlungen versäumt und so weiter. Es gibt auch reichhaltig Geschichten, wo geschrieben wird, wow, die haben ihre Talente vermehrt, die haben es verdoppelt, die hat Sachen genäht für Leute, die war wirklich inmitten ihrer Sache und ich glaube, ihre Berufung und da glaube ich, dass wir da noch mehr finden können. Ja,
Und wir haben uns dann einmal ein bisschen unterhalten und haben überlegt, wie kann man denn, was ist denn meine Berufung? Wie kann man denn das definieren? Und ich habe da ein bisschen den Umkehrschluss gemacht, weil ich eben nicht zu einer Definition gekommen bin. Also ich könnte es mir nicht, da brauche ich jetzt mal, weiß nicht, die erste Präsentation. Mal sehen, ob das, nein, die andere. Was ist unsere Berufung nicht? Ja, genau, die. Und ich habe das einfach mal hier nangeschrieben, damit ihr euch das ein bisschen vor Augen besser habt. Und ich habe einfach mal den Umkehrschluss, weil ich nicht so richtig drauf gekommen bin, wie kann man denn das definieren? Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, wo ich sage, also definitiv ist das nicht unsere Berufung. Also diesen Weg zu beschreiten, wäre der falsche Weg, um zu wachsen. Und im Gegenpart dazu habe ich versucht, mal in ein paar Sachen aufzuschreiben, wo man sagt, es geht eher in diese Richtung. Wenn wir von unserer Berufung reden, mal sehen, ob das hier geht, von hier aus. Ja, ich hoffe, das ist noch zu lesen, zu halbwegs für die da hinten. Geht. Also was es nicht ist, es ist nicht unsere Leistung. Es ist auch nicht so etwas wie ein Karriereschritt. Dass im Reich Gottes, du musst Leistung bringen, du musst fleißig sein und irgendwann wirst du befördert. Sondern es geht eher, und das ist das Symbol, das ist also nicht direkt, ich will nicht sagen, unsere Berufung ist unsere Bestimmung, aber es geht in diese Richtung. Auf jeden Fall ist es nicht unsere Leistung, ein Karriereschritt. Es ist eher sowas wie unsere Bestimmung, das, was ich hier gesagt habe, was Gott vorher festgelegt hat, dort, was Gott für uns vorbereitet hat. Eine interessante Sache ist es auch, wenn wir von Berufung reden, was es nicht ist, und da werden vielleicht manche erst mal beschlucken, es ist nicht das Ziel. Unsere Berufung ist nicht das Maß aller Dinge. Wir sollen auch in der Berufung Ziele erreichen. Aber das ultimative Ziel, was wir erreichen müssen, finden wir zum Beispiel Epheser 4, Vers 15, dass wir hinwachsen müssen zu ihm, dem Haupt Jesus Christus. Also wir dürfen das nicht verwechseln, dass wenn wir in unserer Berufung leben, wenn wir in unserer Berufung wachsen, dass es hier irgendwas um was geht, was wir erreichen müssen. Sondern es ist etwas, was Gott uns gegeben hat, in dem wir dienen sollen. Aber wenn wir ein Ziel verfolgen, verfolgen wir das Ziel dem Herrn. Er ist das Ziel und nicht unsere Berufung. Aber was es vielleicht besser ist, als dazu sagen, das ist mein Ziel, ich will mal ein guter Seelsorger sein, sondern ich will in den Vorbereiteten, wenn Gott für mich schon einen Hirtendienst oder für dich einen anderen Dienst vorbereitet hat, dann will ich in diesen Dingen wachsen. Eine weitere Sache, was ich glaube, ziemlich sicher bin, was es auch nicht ist, es ist nicht die Belohnung. Dass, wenn du jetzt wirklich dich richtig reingehängt hast, richtig dich verdient gemacht hast, dass dann irgendwann die Belohnung kommt. Ich glaube, das ist eine falsche Sichtweise von unserer Berufung, dass wir uns da irgendwie belohnen, sondern es hat natürlich einen gewissen Umkehrschluss, wenn wir in unserer Berufung leben. Und ich bin eher zu dieser Sache gekommen, es ist eher etwas wie eine Erfüllung. Eine Erfüllung, die in einer gewissen Weise Zufriedenheit und auch Sicherheit mitbringt. Das ist viel mehr wie nur gerade auch eine Belohnung. Wenn ihr das wisst von Kindern, so eine Belohnung ist auch schnell, so ein Eis, so ein Belohnungseis ist auch schnell aufgeschleckert. Und dann ist die Belohnung wieder weg. Und Gott arbeitet im Reich Gottes nicht so mit der Art, bist du fleißig, kriegst du was, sondern er will, dass wir in der Tiefe erfüllt sind, wo Zufriedenheit und auch Sicherheit kommt. Jetzt komme ich noch zu einer interessanten Geschichte. Da haben wir auch eine ganze lange Zeit ein bisschen drüber diskutiert, was es nicht ist, weil ich habe erst gesagt, es ist nicht unsere Arbeit und das stimmt wieder nicht. Bei manchen Leuten ist die Berufung schon auch die Arbeit in einer gewissen Weise. Aber was ich denke, es ist nicht eine Arbeitsaufgabe im Sinne von, oh, auch das noch. Dass man jetzt irgendwie sagt, deine Berufung, in unserer Berufung zu leben, ist nicht irgend so eine Mühsal, wo wir sagen müssen, oh nee, das will ich habe schon genug zu tun, jetzt kommt das auch noch.
Jetzt habe ich in der Gemeinde, bin ich in der Gemeinde auch noch gefragt worden, dass ich das und das machen soll. Also das ist definitiv nicht der Bereich Berufung und es ist auch nicht die Arbeitsaufgabe, um diesen Spieß mal umzudrehen in Richtung von Neid. Warum darf ich das nicht machen? Die dürfen das alles machen. Die werden immer gefragt. Die stehen dann in den News als Autor oder was weiß. Aber ich werde ja nicht gefragt, meinen Artikel zu schreiben oder irgendwas. Also das ist in beide Richtungen. Es ist nicht irgendwie eine Arbeitsaufgabe, weder als Mühe noch als Neid. Aber was es mit Sicherheit ist, unsere Berufung ist unser ganzes Leben. Es ist mein ganzes Leben. Und da gehen wir ein Stück weit auf. Dafür sind wir berufen vom Herrn. Was es auch nicht ist, die Berufung, es ist nicht abgestellt auf deine Stärken. Hier ist auch ganz wichtig zu wissen, Gott hat dir Fähigkeiten und Stärken gegeben und nutzt die in der Berufung. Aber nicht aufgrund von irgendeiner Fähigkeit, die du hast, ist das dann automatisch deine Berufung. Also es ist sehr interessant und sehr wichtig, das zu sehen, dass wir sonst würden wir, wenn wir sagen, meine Berufung ist meine Stärke, dann würden wir uns auf unsere menschlichen Fähigkeiten verlassen und dort würden wir wahrscheinlich auch kläglich scheitern. Was ist es dann, wenn es nicht so die Stärken sind, weil es ja doch was Starkes sein kann, wirklich einer Berufung zu dienen, wirklich in Gott zu sein, kann ja wirklich stark sein. Ich denke, es ist die verliehene Autorität, das, was Gott dir gegeben hat, was du von Gott bekommen hast. Deswegen hören wir auch oft, obwohl das so manchmal ein bisschen in die religiöse Ecke, aber am Ende ist es so, am Ende hat es der Herr gemacht. Ich meine, ich liebe das nicht ganz so, wenn das immer so vor uns hergeht, ja, alles macht der Herr. Natürlich musst du auch Fleiß an den Tag legen und bist in dieser Sache mit drin. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass es doch eine von Gott verliehene Autorität ist. Und das letzte und ein ganz wichtiger Punkt, was unsere Berufung nicht ist, es ist nicht meine Identität oder mein Wert. Wir dürfen uns nicht über unsere Berufung, und da geht es besonders dann, wenn es über die allgemeine Berufung hinausgeht, in die spezielle Berufung, den Wert oder unsere Wichtigkeit, unser Angenommensein aus dem Dienst, aus einer Berufung ziehen. Unsere Identität ist es nicht. Es ist vielmehr unser Wesen, unsere Art, wie Gott uns geschaffen hat. Ja, vielleicht kannst du auch sagen, es ist unser Charakter, aber der braucht auch Formung. Der braucht genauso dieses Wachstum und diese Sache. Also das sind so die Stellen, die mir eingefallen sind, wo ich sage, das hilft uns vielleicht zu sagen, wenn wir in unserer Berufung wachsen wollen, dann kommt es nicht auf diese linke Spalte an, sondern wir müssen wissen, dass es mehr in dieser rechten Spalte zu suchen und dort finden wir dann das, was Gott mit uns tun möchte. Auf jeden Fall habe ich, um das zusammenzufassen, einen Satz, so eine Art Merksatz, was es auf jeden Fall heißt, in meiner Berufung zu leben, heißt, nicht mehr für mich selbst zu leben. Also das, denke ich, ist absolut. In meiner Berufung zu leben, heißt, nicht mehr für mich selbst zu leben. Und ich habe da noch eine, wie das in der Bibel beschrieben wird, in der Apostelgeschichte 15, Vers 26. Ah, das können wir mal wegmachen für die, die es vielleicht hilft. Die können vielleicht die Bibelstellen vielleicht jetzt wieder. Dann könnt ihr ja noch ranschreiben, Apostelgeschichte 15, Vers 26. Und da kommt es nur auf so einen Teilsatz an. Da geht es nämlich um relativ unbekannte Leute oder zu dieser Zeit unbekannte Leute. Da geht es um einen Judas Barsabbas und einem Silas. Silas ist dann später noch bekannter geworden, die dann mit Paulus und mit Barnabas von Jerusalem nach Antiochia gesendet werden, weil sie dort eine wichtige Sache entschieden haben. Und über den Judas Barsabbas und den Silas wird in dieser Stelle Apostelgeschichte 15, Vers 26 ausgesagt, Leute, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist also so eine Charakter- oder so eine Lebensbeschreibung, weil ich auch gesagt habe vor uns, es ist unser ganzes Leben. Es ist nicht nur eine Aufgabe, es ist unser ganzes Leben. Und es
dieser Merksatz, den ich so ein bisschen erfunden habe, heißt, dass wir nicht mehr für uns selbst leben. Auf jeden Fall habe ich in meinem Leben entschieden. Und du musst darüber nachdenken, ob diese Entscheidung bei dir auch so gefallen ist. Leute, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, und ich möchte jetzt an dieser Stelle mit euch die Zeit nutzen und mal wiederholen, zu welchen allgemeinen Berufungen wir berufen sind. Und dort habe ich auch einen Fehler. Ich habe ja diese Thema Berufung, E-Kurse, das haben wir ja schon immer mal mehrfach gelehrt. Und da habe ich dann, weil wir auch da dieses Jahr so intensiv darüber geredet haben, ob denn das, was wir so von uns geben, auch wirklich so stimmt. Ich meine, kaum einer wird sich hier mitten in der Predigt melden, das ist aber falsch. Also es wäre dramatisch, wenn es jetzt so dramatisch falsch wäre, dass sich gleich einer melden muss. Aber es gibt doch ein paar Sachen, die sind manchmal nicht so scharf. Und ich hatte so einen alten Satz gefunden, unsere allgemeine Berufung, die für alle gleich ist, wir müssen in unserer allgemeinen Berufung wachsen, damit wir später in unserer speziellen Berufung wachsen können. Und wenn du diesen Satz so hörst, wir müssen in einer allgemeinen Berufung wachsen, um dann später eine spezielle Berufung noch oben drauf zu kriegen, hört sich das schon so ein bisschen an, wie so eine kleine Leistungskurve, wie so ein kleiner Karriereschritt. Also wenn du das Erste nicht machst, kriegst du das Zweite auch nicht. Also wenn du das Erste gut machst, kriegst du als Belohnung das Zweite. Und da habe ich festgestellt, dass das nicht so ist. Sondern wir müssen immer parallel und fortwährend in unserer allgemeinen Berufung wachsen. Und dadurch können wir in unserer speziellen persönlichen Aufgabe dienen. So, würde ich Hut raus, nicht mit diesem Leistungsding, machen wir erst einmal das. Natürlich sagt die Bibel, wir sollen in kleinen Dingen treu sein. Und alles muss klein beginnen. Aber wir sind nicht mit dem, was ich jetzt mit euch nochmal angucken möchte, was sagt denn die Bibel alles, zu was wir berufen sind im Allgemeinen? Und einfach dieser Blick, wo stehe ich denn da jetzt und heute? Erst einmal nur in diesen Allgemeinen. Und in diesen allgemeinen Dingen müssen wir immer parallel und fortwährend wachsen und uns darin befinden, damit vielleicht etwas Spezielleres, eine Aufgabe, einen Dienst, den dann nicht alle haben, dann hervorkommen kann. Und was auch noch sehr, sehr wichtig und gut ist, dieses Bleiben und Wachsen in diesen allgemeinen Berufungen, die für alle gleich sind, bewahrt uns auch vor falschem Ehrgeiz, dass wir Berufung nicht als irgendwas sehen, wo wir den anderen übertrumpfen müssen. Es bewahrt uns auch vor falschen Quellen und falschen Betätigungen, falls mal in dem Maß der Berufung es eine Phase gibt, wo es mal nicht so weiter vorwärts geht oder wo Sachen für dich gefühlt still bleiben, dass du stehen bleiben, dass du dann nicht sagst, ich muss jetzt irgendeine andere Quelle finden. Wenn du die Quelle der allgemeinen Berufungen immer wieder lebst und immer wieder hast, wird dir sowas nicht passieren. Dieses Leben in den allgemeinen Berufungen trainiert auch unsere richtige Motivation und schützt uns auch, wenn Enttäuschung oder Entmutigung sich so anschleichen. Es schützt uns auch davor, zu Fall zu kommen, weil wir werden noch die wichtigen Punkte sehen, dass das Thema Irrlehre, Menschengefälligkeit, Sünde, diese Dinge schützt du dich, wenn du in den allgemeinen Berufungen lebst. Und es hilft am Ende ganz simpel und einfach gegen Faulheit, Trägheit, Nachlässigkeit, vielleicht auch gegen Feigheit oder irgendetwas. Das ist sehr wichtig, weil in Galater 4, Vers 7 steht, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn oder von mir aus auch Tochter, ein Kind des Herrn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und Galater 3, Vers 29, wenn wir aber Christus angehören, und das gehören wir ab diesem Moment an, wo du genau weißt, das ist passiert in meinem Leben, wiedergeboren bin, biblisch getauft bin. Wenn wir aber Christus angehören, so sei der Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Und jetzt im zweiten Teil der Predigt möchte ich mit euch nochmal die Punkte durchgehen,
die ich bisher gefunden, oder die wir, muss ich sagen, wir haben auch immer mal, vergleichen wir mal unsere Konzepte und dann tut der eine sagen, ich habe noch den Punkt und der andere sagt, ich habe noch den Punkt. Mittlerweile stehe ich bei diesem Thema, was ist unsere allgemeine Berufung? Laut dem Wort Gottes stehe ich jetzt bei 10 Punkten. Vielleicht gibt es auch noch 11 oder 12. Vielleicht kann man auch den einen oder anderen Punkt zusammenfassen. Wie auch immer. Jedenfalls möchte ich einfach mit euch das, die Liste nochmal durchgehen und möchte euch einfach ja, zu einer gewissen selbstkritischen Haltung bitten, zu sagen, wo stehe ich? Sowohl, dass ihr die Freude zulasst, sagt, ja genau, das ist mein Alltag, so lebe ich und das will ich mir auch nicht wegnehmen lassen, oder zu sagen, hoppla, da müsste ich vielleicht mal wieder eine Kohle anlegen. Und immer wieder möchte ich, dass wir das neben diesem bisschen selbstkritischen draufschauen, wo stehe ich denn da gerade in dieser Berufung, auch zu sagen, nur wenn wir in diesen Dingen wachsen, in diesen ganzen 10 Dingen, die wir gleich sehen werden, wenn wir in diesen Dingen wachsen, wird auch alles andere, ich möchte fast sagen, automatisch kommen. Es ist so ein bisschen, obwohl das, ich diesen Bibelvers noch nie zum Thema Berufung quasi verwendet habe, aber da fällt mir gerade ein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Ich glaube, trachtet zuerst nach diesen Dingen, dieser grundlegenden Berufung, die wir alle haben, dann werden uns auch diese Dinge zufallen und einfach sich automatisch herausstellen, wo Gott dann sagt, pass auf, du bist der richtige Mann für die und die Arbeit, Tätigkeit oder was auch immer. Ja, also gehen wir mal hier durch. Zu was hat uns Gott berufen? Gott hat uns berufen zur Gemeinschaft. Und da gibt es zwei Standbeine bei diesem Thema Berufen zur Gemeinschaft. Da gibt es die Gemeinschaft mit Gott, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist die oberste, und deswegen ist es auch mein erster Punkt, Berufen zur Gemeinschaft mit Gott als oberste, umfassende und heiligste Berufung für jedes Kind Gottes. Die Beziehung zum Vater darf in keinster Weise leiden. Es ist eigentlich auch ein bisschen logisch, wenn ich keine Gemeinschaft mehr mit dem Vater habe, machen auch sämtliche andere Dienste im Reich Gottes keinen Sinn. Wobei ich sagen muss, es wird manchmal getan und das richtet aber auch Schaden an. Aber die persönliche Beziehung zu unserem himmlischen Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist muss in deinem Leben oberste Priorität haben. Und die Bibelstelle dazu steht im 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also das ist, ich habe auch jetzt zu jeder Geschichte nur einen einzigen Bibelvers, also man könnte dann hervorragendes Bibelstudium machen, könnte dort weitergehen und habe das jetzt aber auch ein bisschen eingekürzt, um einfach nur diese Punkte durchzugehen und ihr könnt dann ausgehen von diesem einen Bibelvers, den ich immer ein bisschen dazu sage, maximal zwei, könnt ihr dann zu Hause gerne das Bibelstudium weiter betreiben und findet noch weitere wertvolle Bibelstellen, wo steht, ja, die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, mit dem Herrn im Himmel, das ist so wichtig. Und das zweite Standbein, was ich gesagt habe, Gemeinschaft, ist die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Das ist die Gemeinschaft, zu der wir berufen sind und dort habe ich, um das nochmal zu beleuchten oder zu beweisen, aus dem Wort Gottes heraus die Bibelstelle aus dem 1. Johannesbrief rausgesucht, im 1. Kapitel, Vers 3. Und dort haben wir eigentlich gleich beide Standbeine, wenn ich das mal so bezeichnen darf, also beide Bereiche, den Bereich die Gemeinschaft mit dem Herrn und die Gemeinschaft mit den Gläubigen, gemeinsam beleuchtet in diesem Bibelvers. Und dort steht, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Also hier berichtet der Jünger Johannes, der ja dann später auch als Apostel gedient hat, über seinen Dienst, was er den anderen Gläubigen verkündigt und sagt, ich wünsche mir einfach im ersten Abschnitt dieses Verses, damit ihr auch Gemeinschaft mit uns habt. Und er wiederum sagt, bezieht sich auf den ersten Schritt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Ja,
Es gibt noch eine Menge weiterer Stellen für Gemeinschaft, die könnt ihr dann mal herausforschen und schauen, da vom Alten Testament, wie David Gemeinschaft geliebt hat, als sie zum Tempel gegangen sind mit seinen Freunden, wie die ersten Christen gesagt haben, das Allerwichtigste ist Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet, diese Standardstelle, Apostelgeschichte 2,42 oder weitere Dinge, dass wir im Licht leben sollen. Also, erster Punkt, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Herrn und mit anderen Gläubigen. Wo stehen wir? Sind wir dort sicher eingebunden? Der zweite Punkt, wir sind berufen zur Heiligung, ein heiliges Leben zu führen. Unabhängig, was später mal, ob du mal Apostel, Hirte, Prophet oder Evangelist wirst, ob du mal ein Diakon mit Hilfeleistung oder ob du irgendetwas in deinem Leben Gott für dich festgelegt hat, ob das jemals in Erscheinung tritt, macht sich hier fest, ob du einen heiligen Lebensstil führst. Keine Unreinheit, weder in Gedanken noch in Werken, dort irgendwie fleißig und treu und ehrlich zu sein. Die Bibelstelle, wo das eindeutig beschrieben ist, 1. Thessalonicher 4, Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Könnte man über Heiligung auch einen ganzen Sonntag oder eine Lehreinheit machen, dass das zu tun hat mit Absonderung, gewisse Dinge einfach auch nicht tun, einen Standard zu halten, den andere für nicht einhaltenswert erachten. Aber wir sagen, das ist der Standard nach dem Wort Gottes. Das ist diese Geschichte, die dort das Wort Gottes uns nahelegt, dass wir wirklich berufen sind zur Heiligung. Und vielleicht noch, an der Stelle habe ich noch einen zweiten Vers, 1. Petrus 1, Vers 15. Der, also Gott, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Also es wäre ja ein direkter Widerspruch. Wir führen kein geheiligtes Leben, haben aber Gemeinschaft mit Gott, der wiederum aber Gemeinschaft mit denen, die nicht heilig leben wollen, meidet. Also es würde sich in sich auch widersprechen. Denn der, der euch berufen und auch mich berufen hat, der ist heilig. Und das ist Fakt. Und darum bin auch ich und ihr herausgefordert, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Eine ganz kurze Sache will ich hier noch mal kurz anfügen, will ich da noch nicht länger aufhalten, aber es gibt, denke ich, auch so, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, so zwei Standbeine und dass man das einfach mal mit im Hinterkopf hat. Das eine Standbein bei dem heiligen Leben verorten mir mehr an diesen Sachen, was andere sehen. Also irgendwie nicht zu lügen, nicht untreu zu sein oder auch das ist alles irgendwie die äußeren Sachen oder seine Rechnung zu bezahlen. Ja, und das ist ein Teil eines heiligen Lebensstils, definitiv. Und das muss auch sein. Aber bitte vergesst nicht, dass zu einem heiligen Lebensstil, zu dem wir berufen sind, auch die Dinge sehen, auch die Dinge gehören, die unter Umständen nur Gott sieht. Nämlich deine Gedanken, deine Sache, wo bist du zufrieden, unzufrieden, dankbar, Minderwertigkeit. Auch das ganze Thema Nachtragen, Bitterkeit hatten wir vor kurzem uns damit befasst, mit dem Thema Bitterkeit. Wo stehen wir? Das gehört zu einem heiligen Lebensstil. Lassen wir zu, dass bittere Wurzeln aufwachsen. Haben wir letztens auch unter Jups einen wirklich starken Abend gehabt. Das ganze Thema nicht vergeben, beleidigter Rückzug. Wenn wir das tun, werden wir nie einen heiligen Lebensstil. Aber wir sind dazu berufen. Ja. Wir sind berufen zu einem Leben im Licht. Ja, dass wir anders sind, dass wir einen Unterschied machen und dass man, ja, manchmal so diese Vokabel, ja, ihr Christen, ihr seht das ja alles anders. Ja, dazu sind wir berufen. Und es ist gut, dass wir das alles anders sehen. Und es ist eine Tragik, obwohl ich da jetzt wirklich nicht weiter drauf eingehen will, aber wie sich manche Dinge im religiösen und kirchlichen Bereich entwickeln, dass man Hauptsache so ist wie die Welt. Hauptsache man ist so wie die Welt. Und da könnte man eine Menge negative Beispiele, das lasse ich jetzt alles. Es geht um uns. Leben wir im Licht? Haben wir den Mut, im Licht zu leben, den Unterschied zu machen in den ganzen Einstellungen? Durch das Leben im Licht, in der Gegenwart Gottes, in dem neuen Bund, haben wir einfach andere Maßstäbe und gehen einfach nicht bei allen Sachen mit.
Und das auch hier wieder so ein bisschen wie das zweite Standbein, das Leben im Licht, gemessen am Wort Gottes und damit auch in unserem Alltag, bringt das ein anderes Lebensstil hervor. Aber ein Leben im Licht heißt auch Offenheit und Transparenz Glaubensgeschwistern gegenüber, alles, was wir unter dem Thema Jüngerschaft verstehen. Dazu sind wir berufen, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ich glaube, der Vers kommt heute schon mal im Lobpreis, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Das ist unsere Aufgabe, berufen zu einem Leben im Licht vor der Welt und auch voreinander. Und ich halte das, ich glaube, dass viele Menschen sehr schnell und gerne in diesem Punkt hier abbiegen und nicht mehr in ihrer Berufung leben, weil sie eben hinter einer Fassade leben, weil sie nicht mehr sagen, ey, wie siehst denn du das? Bin ich hier abgebogen? Ist meine Wachstumskurve eher negativ? Oder hat es bei mir eine Situation gegeben, wo es schlagartig alles runtergefallen ist? Und das ist ganz wichtig und wir können das klären, wenn wir ein Leben im Licht haben und auch mit Gnade und Barmherzigkeit miteinander umgehen, um uns dort wieder auf dem Weg zu führen. Also ein Nicht-Leben im Licht, Nicht-Leben in diesem Bereich der Berufung, in diesem Punkt der Berufung, halte ich für eine ganz große Gefahr. Ja, das Nächste. Wir sind, Gott hat uns berufen zum Glauben an die Wahrheit und auch die Wahrheit ist auch sein Wort. Können wir also laut dem Wort Gottes gleichsetzen. Das Glauben an die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit. Wir haben dazu den Bibelvers 2. Thessalonicher 2, die Verse 13 und 14. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Er hat uns erwählt in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er uns berufen hat. Und diesem Leben in diesem Bereich, dass wir in der Wahrheit, dass wir seinem Wort glauben, das hat einfach auch Folgen, weil sein Wort ist Wahrheit und bringt dich in die Freiheit. In Johannes, da habe ich jetzt, glaube ich, nicht aufgeschrieben, aber Johannes 8, Vers 31 und 32, dann im Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Deswegen müssen wir und sollen wir im Glauben an die Wahrheit und an sein Wort in diesem Bereich in unserer Berufung leben, weil sonst wir nicht frei sind. Denn die Wahrheit wird uns frei machen. Ist das so bei dir? Und das andere, berufen zum Glauben an die Wahrheit und an sein Wort, ist auch unser Umgang mit dem Wort. Im 2. Korinther 4, 1 und 2, wo Paulus über seinen Umgang, über seinen Dienst, seine Berufung redet, und da sagt er, er lehnt das skrupellose Methoden der Verkündigung ab. Wir versuchen nicht, jemanden zu überlisten und wir verfälschen Gottes Wort nicht, sondern wir sprechen die Wahrheit vor Gott. Und das wissen auch alle, die aufrichtige Herzen haben. Also alle anderen, die aufrichtiges Herz haben, machen das auch so. Wir verfälschen das Wort Gottes nicht. Also auch wieder diese zwei Standbeine, wie wir es heute schon mehrfach hatten, Glauben an seine Wahrheit, an sein Wort. Wenn wir in dieser Berufung leben, macht uns das auf der einen Seite frei, mit der Frage, bist du frei? Und das andere Standbein, wenn wir mit dem Wort Gottes umgehen, dann verfälschen wir das Wort Gottes nicht, weil wir berufen sind, zur Wahrheit, bei der Wahrheit zu bleiben. Wir sprechen die Wahrheit. Ja, und dieser erste Punkt, der, wie gesagt, wir sind berufen zur Freiheit. Kam in dem Punkt vorher schon leicht, ein bisschen klang das schon mit an, dass wir durch die Wahrheit ja frei gemacht sind. Aber es gibt noch einen sehr schönen Bibelvers, da das nochmal zum Thema Freiheit. Wir sind berufen zur Freiheit. Im Galater 5, Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen.
Doch gebraucht diese Freiheit nicht als Vorwand, um eure Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Also das ist hier ein klarer Hinweis, dass wir zur Freiheit berufen sind. Und möchte nur ein paar ganz kurze Stichpunkte nennen, wie sich diese Freiheit auswirken muss. Und ihr könnt dann, findet ihr, ich habe hier eine ganze Seite noch mit Bibelstellen, das lasse ich einfach mal weg, aber einfach nur diese Sache, wenn du in der Berufungsrichtung lebst, wenn du in deiner Berufung lebst und berufen bist zur Freiheit, dann muss in den weitesten Teilen deines Lebens die Freiheit da sein, dass du über deine sündige Natur und über die Sünde herrschst, Freiheit dort erlangst, nicht mehr in Sünde leben zu müssen. Das heißt nicht, dass hier und da mal ein Fehler passiert, aber dann wissen wir ja auch, wie wir damit umgehen. Aber grundsätzlich, wenn wir in der Berufung leben zur Freiheit, dann sind wir befreit, über unsere sündige Natur zu herrschen. Wir haben auch die Freiheit darüber, nicht mehr dem Geist der Welt folgen zu müssen. Ich denke, dass manche Leute einfach fast wie so ein Magnet dem Geist der Welt folgen und dann bald gar nicht mehr richtig laufen können, weil sie mit einem Bein bei Gott sein wollen und mit einem anderen Bein so halb in der Welt sein wollen und dann irgendwie sich wundern, warum sie so unsicher stehen. Wenn wir berufen sind zur Freiheit, dann haben wir auch Freiheit, nicht mehr dem Geist der Welt zu folgen. Das heißt nicht, dass wir aus der Welt herausgehen. Wir sind berufen, in dieser Welt Licht zu sein. Wir sind mitten in dieser Welt. Aber dieser Gangart der Welt werden wir nicht mehr folgen. Auch wenn wir von Freiheit reden, reden wir von Freiheit, Gott und seinem Willen gegenüber gehorsam zu sein, weil wir eben für die Sünde tot sind. Und eine wunderbare Freiheit ist auch, dass wir die menschliche, also diese geistliche Blindheit überwunden haben. Wir sind frei von der Blindheit, dass manche Dinge eben nur geistlich zu erkennen sind. Und es ist ja bekannt, die Stelle 1. Korinther 2, 14 bis 16, die es aufschreiben wollen, 1. Korinther 2, 14 bis 16, wo diese Stelle steht, es gibt Dinge, die können nur geistlich erklärt werden. Und Leute, die den Geist Gottes nicht haben, sind an dieser Stelle blind. Und wir sind davon frei, dass wir nicht mehr diese Blindheit gegenüber geistlichen Dingen haben und dort gesegnet sind mit Weisheit. Und am Ende sind wir befreit vom Tod und der Vergänglichkeit, dass unsere Berufung eben über diesen Strich hinausgeht, dass wir weitergehen mit dem Herrn und dass es nicht irgendwann mal dort an irgendeinem Punkt X zu Ende ist. Ja, ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, Freiheit, so haben wir. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Oder kannst du weiterklicken? Zum Frieden mit Christus. Berufen zum Frieden mit Christus. Warum das jetzt? Jetzt geht's wieder. Wer weiß. Wir sind berufen zum Frieden mit Christus. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Gottes regiere eure Herzen. Zu diesen seid ihr ja auch berufen. In einem Leib und seid dankbar. Also hier kommen wir ganz, ganz wichtig, dass dieses Leben in diesem Frieden mit Christus hat eine Auswirkung auf unseren inneren Zustand. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ich habe diese Stelle hier nochmal hingeschrieben. Johannes 14, Vers 27, wo wir das lesen. Was ich euch zurücklasse, sagt Jesus, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Deswegen sollen wir uns durch nichts in unserem Glauben erschüttern lassen und sollen uns nicht entmutigen lassen. Das Johannes 14, Vers 27 ist ein Punkt, eine Berufung, zu was uns Gott berufen hat, was du nirgendwo anders in der Welt findest. Diesen inneren Frieden, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ja, dann, auch das ist mir schon so ein bisschen angeklungen, wir sind berufen zum ewigen Leben. Das hat natürlich zum einen ganz praktisch diese Geschichte zum ewigen Leben ist natürlich gemeint, was nach unserem Tod auch wirklich passiert. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast.
Es aber neben dieser einen Tatsache, dass wir zum ewigen Leben berufen sind und die Freude haben können, dass nicht irgendwann mal wir was verpasst haben oder was nicht geschafft haben, sondern dass es wirklich weitergeht, darf und ich würde mal schon fast sagen muss, die Ewigkeitsperspektive in uns leben. Das macht uns auch wesentlich unangreifbarer für die Dinge, die uns hier auf Erden Mühsal oder vielleicht auch Nerv bereiten. Und wir dürfen, wenn wir das haben, haben wir schon hier einen gewissen Anteil zu dem Schöpfungsplan Gottes. Diese Gemeinschaft mit Gott, die wir in alle Ewigkeit haben, Punkt 1, können wir jetzt schon genießen. Das ist ein bisschen was, was du eigentlich nicht trennen kannst. Diese Gemeinschaft mit Gott, wenn du die wirklich lebst, in deiner Berufung, in der Gemeinschaft mit Gott, hast du einen kleinen Vorgeschmack von diesem ewigen Leben und es beginnt dieser Samen der Ewigkeitsperspektive in dir zu wachsen. Leider ist dieses Bewusstsein wird es immer schwächer in unserer Welt. Es wird immer mehr Augen zu, Augen zu. Ich will gar nicht gucken, wann dieser Punkt kommt. Ich habe vielleicht nur noch ein paar Jahre. Ich will das gar nicht sehen. Und es ist viel schöner, wenn du sagst, ich lebe jetzt schon in diesen himmlischen Orten. Ich lebe jetzt schon in diesem geistlichen Bereich. Und das, dazu sind wir berufen, dass das völlig anders ist in unserem Leben. Ja, dann kommt der Punkt, wir sind berufen, Segen zu erben. 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wenn wir uns das in Ruhe angucken würden, dieses Wort Segen zu erben, das betrifft, bezeichnet eigentlich alle Wohltaten, alles Gute und alles Positive, was von Gott kommt. Gott ist ein Gott, der uns nichts Gutes vorenthält und erfasst das zusammen in Segen. Und wir sind berufen, im Segen zu leben, nicht im Fluch, nicht im ständigen Missgeschick. Und das geht sogar so weit, dass wir eben nicht Böses mit Bösen vergelten oder Schmähung mit Schmähung vergelten müssten, sondern wir sind so gesegnet, dass wir selbst Unrecht uns gegenüber vergeben können. Und das ist ein Erbe, was auch ultimativ ist. Und wenn du es nicht schaffst, eben vergeltet nicht Böses, wenn du immer sagst, ich muss irgendwie, kommt dann bei mir die Sicherung und dann vergelte ich Böses mit Bösen oder solche Sachen, dann kann das sein, dass du an dieser Stelle nicht in deiner Berufung lebst. Und wenn du sagst, warum kann ich das, dann ist es ein Zeichen, weil du wahrscheinlich an dieser Stelle in deiner allgemeinen Berufung, die uns alle betrifft und der jeder leben sollte, weil du darin lebst. Ja, und in dieser Segen, den wir erben, den wir haben, der sollte uns wirklich zu einer Dankbarkeit anregen. Und das gibt auch wieder den Umkehrschluss zu einer anderen Bibelstelle. Im Danken, da liegt Segen. Wenn wir dankbar sind, werden wir wieder Segen ererben. Das ist wie so ein Kreislauf. Und dazu sind wir berufen. Dann wird es schon im vorletzten Punkt etwas praktischer. Wir sind berufen, einander zu dienen. Und das hat überhaupt erstmal nichts zu tun, bist du ein Diakon, bist du ein das, bist du ja, irgendeine Tabitha oder was, was die gute Frau, vielleicht hat die ihr Leben lang nicht gewusst, wie sie rein biblisch, mit Sicherheit nicht, weil es ja das Wort noch gar nicht so gab. Aber sie hat einfach gedient aus der Sache heraus und aus dem, was Gott in ihr Leben gelegt hat und war da voll aufgegangen, hat den Leuten geholfen und auch wir sind berufen, einander zu dienen. Galater 5, Vers 13, das hatten wir schon mal, diesen Vers, aber nochmal in einem anderen Schwerpunkt im Hinblick auf Dienen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und das könnte man jetzt natürlich auch mit vielen Beispielen und Fragen ausschmücken, wie das bei uns aussieht, helfen wir einander. Das Thema Gastfreundschaft, lieben wir einander, beten wir füreinander. Und wie gesagt, ich finde es immer so stark, wenn wir dann in unserer Hausgruppe sind, im Jups sind und Leute leben im Licht und sagen, hier habe ich Schwierigkeiten. Und andere Leute haben die Chance, einander zu dienen im Gebet. Und man würde das alles nicht erleben, wenn man diese Versammlung eben nicht besucht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir geht es manchmal so, wo ich sage, oh nee, die Woche war so viel, also jetzt bleibe ich mal zu Hause. Und gerade beim letzten Mal habe ich gesagt, nee, ich gehe. Und das war wunderbar. Und ich konnte ein Stück weiter dort in dieser Sache einfach für mich auch erleben. Ich lebe in meiner Berufung, weil ich das erlebt habe. Leute haben Licht gelebt, wir konnten einander dienen, haben füreinander gebetet und so weiter. Eine wunderbare Sache. Und da sage ich mal, hier sind wir bei 9 Punkten. Da hat jeder von uns schon reichlich zu tun und sollte auch schauen, wo er da steht. Einfach zu lernen, die Bedürfnisse des anderen zu sehen, zu entdecken, vielleicht auch mal von unserer Seite auf jemanden zugehen, nicht erst vielleicht, bis einer sagt, ich brauche Hilfe oder ich kriege auf ein Zahnfleisch. Und das kann manchmal ein Anruf sein, das kann manchmal freundliches Wort sein oder ein Geschenk oder irgendwas, wo man jemand einfach mal dient. Ja, und der Vollständigkeit halber muss der letzte Punkt natürlich auch noch ran. Wir sind von Gott auch zum Leiden berufen. Also das ist etwas, wo wir uns nicht ganz raushalten können. Ich weiß, dass es mit Sicherheit etwas ist, was nicht beliebt ist. Aber ich hatte das letztens auch mal so ausgedrückt. An sich ist es wie ein Ritterschlag, dass Gott uns das zutraut, dass wir auch, wenn wir leiden, nicht gleich ihm in den Rücken kehren. Und er uns das zutraut, dass wir das bewältigen, dass wir vielleicht auch mit Ungerechtigkeit umgehen können und so weiter. Denn auch an dem Ort deiner Bestimmung, auch an dem Ort, wo du genau hingehörst, wo deine Berufung ist und wo vielleicht sogar auch deine speziellere Berufung schon deutlicher zu sehen ist, auch an dem Ort deiner Bestimmung wird immer noch Druck, Verfolgung und Schmerz sein. Es wird nicht ohne dem abgehen. Und wir müssen uns dieser Tatsache einfach stellen, sonst sind wir irgendwann mal entmutigt und sagen, also ich mache hier so viel in der Gemeinde, aber loben tut mich keiner, also höre ich auf, dass dieser Punkt nicht eintritt. Und das hilft, wenn wir dieses Bewusstsein haben. Die Bibelstelle, eine von vielen, 1. Petrus 2, 19 bis 21. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Ganz starke Passage. Ich leide nicht, weil ich da das arme Opfer bin, sondern von mir aus leide ich auch, Klammer auf, nicht gern, Klammer zu, aber ich bin bereit zum Leiden, weil wir entschlossen sind, Gott treu zu bleiben. Denn im Vers 20 steht, hätten wir einen Grund, stolz zu sein, wenn wir wegen einer Verfehlung bestraft werden oder Schläge ertragen. Also wenn es einen Grund gibt, ist es auch richtig, aber geht es dann weiter. Wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorangegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen zweiten Vers habe. Könnt ihr noch mit notieren, Römer 8, Vers 17, wo es steht, dass wir, wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch an seinen Leiden teilhaben. Bei dem Thema Leiden wollte ich vielleicht das mal noch ein bisschen greifbarer machen mit zwei Sätzen noch für uns. Vielleicht ist es für den einen oder anderen schon, fühlt sich das an wie Leid, wenn er auf etwas Liebgewordenes verzichten muss. Vielleicht in Urlaub oder auf einen Teil des Urlaubs. Vielleicht auf die Freizeit oder einen Teil der Freizeit verzichtet, weil er vielleicht sagt, ich will in der Berufung wachsen. Und vielleicht tut dem einen oder anderen das schon vorkommen wie Leid. Dann habe ich ja nicht mal so viel Zeit für mein Hobby oder für meine Anschaffungen, wenn ich das jetzt das Geld noch weggebe. Oder meine Zukunftspläne ändern sich. Also es kann auch an dieser Stelle sein, dass das schon so ein Gefühl, so ein Geschmäckle von Leid hat, wo man sagt, ja Herr, für dich ist es besser. Und wenn das jetzt mir ein bisschen schwerfällt, ist es vielleicht trotzdem besser, das zu tun. Auf jeden Fall ist zum Abschluss zu sagen, all diese Berufungen, die Gott für uns hat, gehen niemals verloren. Du kannst immer wieder einsteigen und sagen, heute und jetzt werde ich in meiner Berufung den nächsten Schritt gehen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Heute bete ich um den Frieden mit Christus. Heute werde ich
irgendwas tun, was mich in Freiheit versetzt. Vielleicht was kündigen, vielleicht irgendwas machen, um zu sagen, ich bin berufen zur Freiheit. Ich lasse mich hier nicht mehr länger knechten. In diesen Dingen, heute werde ich einem Bruder, einer Schwester was Gutes tun. Diese ganzen Sachen gehen uns nie verloren und auch die Berufung, die auf deinem Leben im Speziellen liegt, wo du dann mitwächst, die gehen nicht verloren. Wenn ich in der Berufung, die ich für mich so am meisten sehe, vielleicht dieses Amt eines Hirten, wenn ich in diesem Amt gar nicht dienen würde, wäre sie trotzdem nicht weg. Sie würde nicht sichtbar werden. Weder für mich noch für euch und für irgendjemand würde das sichtbar werden. Aber da wäre sie trotzdem. Und deswegen, damit es sichtbar wird, müssen wir in dieser allgemeinen Berufung wachsen. Nochmal diesen Satz vom Anfang. Wir müssen immer parallel und fortwährend in unserer allgemeinen Berufung wachsen. Und dadurch können wir in unserer speziellen und persönlichen Aufgabe, ja, können wir sie entweder entdecken für Leute, wo das noch vor dir liegt, oder weiter dienen, wo Leute sagen, das ist eine Aufgabe, die habe ich für mich schon entdeckt. Und zum Abschluss aus dem 2. Thessalonicher 1, Vers 11 hat Paulus gesagt, wir hören nicht auf, für euch zu beten, dass unser Gott euch für das Leben bereit macht, zu dem er euch berufen hat. Und wir beten, dass Gott eure guten Absichten und das, was er aus dem Glauben heraus tut, mit seiner Kraft erfüllt. Und das wäre quasi mein Vorschlag, dass wir das jetzt noch beten, wer das möchte, dass wir sagen, Gott, ich möchte bereit sein, mach mich bereit für das Leben oder mach mich wieder neu bereit oder geh mit mir den nächsten Schritt oder wo du auch immer stehst oder auch vielleicht sagt der eine oder andere, danke, dass ich bereit bin und in dem lebe, zu dem du mich berufen hast. Dann formuliere das als einen Dank, wenn das bei dir so ist. Und darum zu beten, dass wir alles, was wir irgendwie tun wollen, dass wir das aus Glauben heraus tun und dass uns Gott mit seiner Kraft dafür erfüllt. Würde ich euch gern einladen, wer das möchte, kann mit aufstehen und beten. Vater, ich danke dir, dass du uns zu so vielen wunderbaren Dingen berufen hast und dass darüber hinaus auch eine spezielle Aufgabe du uns schon bevor wir geboren wurden, uns zugedacht hast. Und wir wollen darin wachsen. Wir wollen das nicht verpassen, wir wollen das nicht liegen lassen, wir wollen das nicht abbrechen, wir wollen da nicht schwächer werden, sondern wollen da fortwährend wachsen. Und so wollen wir dich heute und hier darum bitten, dass du uns für das Leben bereit machst, zu dem du uns berufen hast. Herr, auch wenn wir das vielleicht mit einmal anhören, nicht alles in unserem Kopf merken können, aber schreib es auf unsere Herzen. Bring es wieder hoch, wenn es dir gefällt, wenn es an dem Punkt ist, wo es sein muss. Erinnere uns an den einzelnen Punkt, der für mich oder dich oder für jeden Einzelnen wichtig ist. Herr, es ist unser Gebet, dass du uns für das Leben bereit machst, zu dem du uns berufen hast. Danke für alles, was wir bis zu diesem Punkt schon absolviert haben. Danke, wo du uns Segen gegeben hast, wo wir die Dinge schon umsetzen durften, die von dir kamen. Und segne uns und rüste uns aus, dass wir dort weitergehen. Und wir bitten darum, dass das, was wir in guter Absicht oder in einer Idee, die wir haben, dass es aus dem Glauben geboren ist, dass es aus dem Geist geboren ist, dass wir nicht aus unserer Kraft arbeiten. Herr, erinnere uns daran, was es nicht ist, dass du nicht unsere Leistung sehen willst, dass du nicht mit uns eine Karriereleiter beschreibst, sondern dass wir eingetaucht sind in den vollen Umfang, in dem ganzen Segen. Du hast uns zu dem Segen berufen, zu allem. Und wir wollen dich heute bitten, dass wir diese Dinge zur Geburt kommen, dass wir aus Glauben heraus gute Dinge tun und dass du uns heute hier erfüllst mit deiner Kraft. Mit der Kraft, wirklich Licht zu sein, mit der Kraft zu herrschen über Dinge, die dir nicht gefallen,
und die Kraft zu haben, vielleicht Dinge auch zurückzustellen, damit anderen gedient wird. Ja, am Ende auch die Kraft, etwas Ungerechtes oder Leid zu ertragen. Herr, wir stehen hier als deine Kinder und wir wollen dir sagen, wir wollen weitergehen in der Berufung, die du auf unserem Leben hast. Wir wollen dort nicht nachlassen. Als Gemeinde, auch als die Freunde und die anderen Gemeinden, die heute da sind, Herr, rüste du uns aus, dass wir ein Licht sind und ein Zeugnis für dich, heute, hier und bis in alle Ewigkeit. Amen.